Der Februar von Erich Kästner. Nordwind bläst und Südwind weht, und es schneit und taut und schneit, und indes die Zeit vergeht, bleibt ja doch nur eins, die Zeit. Pünktlich holt sie aus der Truhe falscher Bart und goldenen Kram, pünktlich sperrt sie in die Truhe Sorgenkleid und falsche Scham. In Brokat und seidenen Resten, eine Maske vorm Gesicht, kommt sie dann zu unseren Festen. Wir erkennen sie nur nicht. Bei Trompeten und Gitarren drehen wir uns im Labyrinth und sind aufgeputzt wie Narren, um zu scheinen, was wir sind. Unsere Orden sind Attrappe, bunter Schnee ist aus Papier, unsere Nasen sind aus Pappe. Und aus welchem Stoff sind wir? Bleich als sähe es Gespenster, mustert uns Prinz Karneval. Aschermittwoch starrt durchs Fenster und die Zeit verlässt den Saal. Pünktlich legt sie in die Truhe das Vorüber und vorbei. Pünktlich holt sie aus der Truhe Sorgenkleid und einerlei. Da sind wir hier. Mit Hut. Hello. 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 Es ist Fasnacht. Es ist Fasnacht. Es ist Fasnacht morgen, ne? Ja. Deshalb haben wir hier auch so ein bisschen geschmückt, ne? Ja. Ein bisschen der Fasnachtsstimmung, auch wenn das ja nicht so mein... Das ist nicht dein Ding. Das ist nicht so ganz mein Ding, ne? Aber jeder hat ja sein eigenes Ding, ne? Und die Narren, die sind ja hier ganz verrückt. Die spielen ja ganz, ja, also ganz steppert, ne? Mein Ding ist auch nicht so. Aber es ist Tradition, da mache ich ja bald ein bisschen mit, ja, Christoph. Richtig, ja. Hm? Ja, aber Tradition für mich, das ist ja immer in der Vergangenheit. Die wiederholt sich immer wieder. Ne? Deshalb denke ich, ist es immer was anderes. Ne? Ich weiß nicht. Ich mag das nicht so, wenn alle nur das machen, was. Gib was, mir noch ein bisschen zu, ja. Bisschen was jeder macht, ne? Weil es Tradition ist. Danke. Weil irgendwie sind wir dann auch gefangen irgendwie in der Tradition. Denke ich. Ja. Ne? Kennst du ja, ich denke ja immer, ne? Also, du bist der große Denker. Ja, ich denke manchmal zu viel, ne? Ja, habe ich auch das Gefühl. Richtig. Aber naja, danke, ne? Danke. Du hast ja auch vorhin dieses wunderschöne Gedicht vorgetragen. Das ist toll, ne? Aha. Kästner. Aber das war ja auch, hat ja auch davon gesprochen, dass es, um den Kummer zu vergessen, ne? Ja, natürlich. Irgendwie, das sind, ne, die Leute, ja, die Kummer haben und die wollen alles vergessen, Christoph. Und das kannst du schon verstehen, ne? Das ist schon. Richtig, ja. Aber dann ist es doch eigentlich auch wichtig, damit umzugehen, ne? Anstatt es einfach verdrängen zu wollen. Das ist doch nur, ne, für einen Moment, Christoph. Ja, natürlich ist es für einen Moment. Das ist doch nur ein Moment. Hoppla. Das Leben ist ja nur Momente, ist ja, ja alles Momente. Auch diesen Moment, weißt, haben wir ja jetzt hier. Ne? So ungefähr, hoppla, wir leben, verstehst du? Richtig, das ist ja sowieso, ne? Ja, in diesem Sinne, ne? In diesem Sinne, mein Hoch die Tassen. Ja, Moment. Auf euch, ihr Lieben. Auf die Liebe, auf das Leben, auf die Jugend, auf die Tugend, ne? Und alle guten Dinge, ne? Prost. Prostchen, ja? Und wir haben ja gestern uns auch angesehen, so ein bisschen, das ist ja. Auch Tradition, ne? Dieses Mainz bleibt Mainz, ne? Ja. Aber das kommt ja hier wirklich aus Mainz. Und das ist wirklich toll. Also da kannst du zum Beispiel die Kölner vergessen, finde ich. Ja. Die sind dermaßen... Wenn jetzt einige da aus Köln angucken, die sind ganz sauer. Ja, ich sehe das schon. Ich gucke sie an, wie sauer die sind. Aber ja, den Trump haben sie auch ganz schön auf die Schippe genommen, ne? Ja. Jetzt hat er alles abgesagt da, ne? Ja, richtig. Ja. Der sagt ja, die Medien, das sind die größten Lügner, ne? Ich finde, er ist auch sehr unklug. Der ist wirklich blöd. Richtig, ja, aber dann... Wie ich gestern gesagt habe, ja, gerne mal. Aber auch wenn es dumm erscheinen mag, ne? Apropos, jetzt nicht mal den Hut hier hoch, das ist mir überhaupt zu dumm, ne? Auch wenn das so ein bisschen dumm erscheinen mag, das System, das er ja repräsentiert, das ist ja eigentlich hochintelligent. Auch wenn es dumm erscheinen mag, ne? Aber das hat ja alles einen Sinn. Das hat ja alles einen Sinn, auch wenn wir den nicht erkennen und das entscheiden uns nur als dumm und das macht überhaupt keinen Sinn, aber irgendwie ist da ja ein Hintergrund, ne? Nee. Ja? Ja, kein Hintergrund. Ja, ja. Du interpretierst da wieder etwas hinein. Aber sonst, ich meine, er repräsentiert ja auch diejenigen, die ihn gewählt haben. Genau, richtig, ja. Ja. Und das ist ja auch so eine Sache, das zeigt, und das, weil das spricht auch sehr den Amerikanern aus der Seele, dieses Bier, ja. Ja. Das ist sehr amerikanisch, ne? Ja. We can do it. Aha. Hm. Na, warten wir mal ab. Lecker. Ich glaube nicht, dass er sich lange hält. Ich glaube, da passiert was. Ja. Kann nicht so gehen.
meine, du kennst ja meine Philosophie. Die Dinge in der Welt werden sich ändern, weil so kann es sowieso nicht weitergehen. Wir denken immer auch bis zur nächsten Wahl und der nächsten Politiker, das geht immer so weiter. Ne? Und wir denken eigentlich nur bis zu unserer Nasenspitze hinaus. Ja, aber was die Zukunft der Welt wirklich bringt, ne? Weil wie das so weitergehen kann, das ist schon ein Gedanken, der ist schon ein bisschen nicht so einfach. Ne? Ja, die meisten Leute wollen überhaupt nicht drüber nachdenken oder können auch überhaupt nicht drüber nachdenken, weil sie haben keine Zeit. Morgen wieder anfangen arbeiten, ne? Schabe, Häusle baue. Ja, und haben auch kein Gehirn zum Teil. Das auch, ja, ja. Ja, das Gehirn haben sie schon, nur das Gehirn wurde ihnen irgendwie gewaschen. Gewaschen. Ne? Kennst du die Gehirnwäsche? Gehirnwäsche immer. Da gab es in San Francisco so ein Café, das hieß Brainwash. Brainwash, das heißt auch ja? Gehirnwaschen, ja? Gehirnwäsche. Ja, ja. Ja. Richtig, das ist die Brainwash, ne? Das ist die Gehirnwäsche, der wir ja alle irgendwie unterzogen worden sind, schon von Kindesbeinen auf. Ne? Ja, ja. Ja. Und dann dienen wir diesem System, was eigentlich völlig hirnverbrannt ist. Ja, ja. Das ist richtig. Wir sind da im Wettbewerb gegeneinander. Mhm. Wir rennen da, dieses Rennen, um irgendwie vorwärts zu kommen, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und die Menschen haben keine Zeit, sind im Stress. Stress regiert die Welt, kontrolliert die Welt auch. Ne? Mhm. Um dann im Urlaub sich zu entspannen und dann nach 2 Wochen wieder zurück zur Arbeit zu gehen. Das ist aber keine Erholung in 2 Wochen. Ich weiß, ja, ja, ja. Ja, aber das ist ja auch irgendwie hinverbrannt. Man verausgabt sich während der Woche und arbeitet ist dann im Stress, um dann später irgendwie abschalten und dann sich zu erholen. Um dann wieder in Stress zu gehen und wieder dann alles zu geben und dann sich wieder zu erholen. Ich meine, das ist ja auch irgendwie, das geht ja gegen das... Ja, ja, was willst du machen? Am besten mit einem Zelt in den Wald und auf alles verzichten. Nee, am besten eigentlich Arbeit in Einklang mit unserer wirklichen Natur. Nicht arbeiten, um Geld zu verdienen, um vorwärts zu kommen. Weil das ist ja die Entfremdung, da fängt es ja schon an. Hm. Ja, wir machen ja nur etwas, genauso Schule, wird ja auch gesagt, mach das, mach die guten Noten, damit du dann weiter versetzt wirst in die nächste Klassenstufe, damit du dann eines Tages deinen Abschluss machst, damit du dann einen guten Arbeitsplatz findest, damit du versorgt bist im Alter. Ne? Ja, natürlich. Und das ist immer viel später, aber wir leben nicht jetzt. Das ist ja die Sache. Ne? Ja, das ist richtig. Da fängt es ja schon an. Ne? Hm. Ja. Und dann werden wir so, wie wir so werden. Ja. Und jeder macht da sein eigenes Ding in der Welt. Und jeder sucht nach seinen eigenen Dingen, sucht nach seinem eigenen Vorteil. Ne? Und jeder denkt, er hat recht. Ich meine, gewisserweise haben wir ja alle recht. Mhm. Ja? Nur wenn man das erkennen würde, dann würden sich auch die Menschen ein bisschen besser verstehen. Mhm. Ja? Und einander wirklich, ja, wirklich zuhören. Anstatt sich zu streiten und sagen, hey, du hast Unrecht. Ja? Lass mich dir mal deine Meinung sagen. Ja? Das ist nicht immer so, wie man es denkt, wie man sich vorstellt. Ne? Ist immer anders, der. Ist immer ein bisschen anders, der, gell? Ja. Ja, aber manchmal sind die Menschen ein bisschen anders, der. Manche mehr als andere, ne? Manche sind ein bisschen zu anders, der. Zu anders, ja. Zu anders, der, ja. Ja, das ist eigentlich nur so, weil das ist ja eigentlich nur unsere Wahrnehmung. Weil wir ja einander so wenig kennen. Wir kennen ja so einander so wenig, auch wenn Menschen jahrelang miteinander verheiratet sind oder jahrelang miteinander leben, ne? Ja. Man weiß ja nie, wie es ist, die andere Person zu sein. Ja. Wir sehen uns ja nur von außen an, ne? Und dann bewerten wir uns, ja. Und wir folgen dem Eindruck, den wir haben. Mhm. Ja, oder wie wir das sehen, unsere Ansicht, ne? Unsere Wahrnehmung erschafft da unsere Realität. Ja. Ne? Aber das ist ja anders von Person zu Person. Ja? Das ist ja so interessant. Mhm. Ja? Also wenn Menschen sich einfach mal miteinander unterhalten können, offene Gespräche haben können, ohne irgendwie dann eingeschnappt zu sein, ne, weil was die andere Person sagt, gefällt einem irgendwie nicht. Ne? Das ist dann dieses, dann werden wir, dann kommen unsere Emotionen in den Weg. Oder man schaltet ab. Das ja, auch, ja, man ignoriert. Man ignoriert, genau. Ich möchte es gar nicht hören, genau. Ja. Das gibt es oft. Ja. Da, wenn ich auch manchmal was Leuten was sage, dann merke ich richtig, da macht es richtig klack. Ja, da sind sie nicht mehr da. Da sind die gar nicht mehr da. Dann. Sag ich mal, die Lichter sind an, aber keiner ist zu Hause. Ne? Ja, ja. Hallo, wo bist du denn? Wo bist du hingegangen? Genau. Hier, ja, hier sind noch ein bisschen Kaffee, gell? Ja. Ja, das ist ja auch bekannt, ne? Diese Weisheit, dass die Menschen hören nur, was sie hören wollen. Mhm. Und sobald wir was nicht hören, das wir nicht hören wollen, dann hören wir einfach nicht zu. Ja. Du weißt ja, was, da habe ich ja auch immer so ein bisschen so meine Erfahrung, ne, von meiner Heirat, was die Yunus gemacht hat, meine Frau, Mutter meiner Kinder, als sie nicht hören wollte. Ne, da hat sie einfach so, hat ihre Hände über die Ohren gemacht, ne, und oh dann Gott.
einfach gesprochen, aber sie wollte nicht zuhören. Und das ist schon eine harte Sache. Ne? Das ist eigentlich das Schlimmste überhaupt. Ja. Ja? Wenn man dann einfach sagt, hör mal, ich höre dir nicht zu, das ist ja auch eine Form von Gewalt. Mhm. Ja? Das ist emotionale Gewalt. Ne? Emotionale, ja, richtig. Aber was mir das auch zeigt, ist, dass wir alle sehr sensitiv sind. Wir sind sehr, sehr auch zerbrechlich. Ja, dass man manchmal wirklich, und man ist sich darüber überhaupt nicht bewusst, wenn man etwas sagt, man hat dann eine bestimmte Vorstellung von dem, was man sagt und was die andere Person hört, sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Ja? Aber leider ist es so, denn das wäre so schön, wenn die andere Person sich da mal die Zeit nehmen würde und zu sagen und sagen würde, okay, lass mich dir mal in meinen eigenen Worten sagen, was ich gehört habe, dass du gesagt hast. Mhm. Weil dann oft ist es ja nicht so und dann kann man sich dann das besser erklären. Mhm. Ja? Aber dafür müsste man sich die Zeit nehmen und darauf kommt es ja wieder zurück. Zeit, die Menschen haben keine Zeit. Meine Kommunikation ist ja eigentlich, dass wir benutzen, um zu sagen, mach dies, mach das. Wir geben Befehle, wir nehmen Befehle entgegen. Mhm. Ja? Und dann natürlich auch gibt es dieses Chit-Chat und Gossip. Krass, dieses Tratschen. Tratschen, über Leute zu tratschen. Ne? Das ist auch was Schönes. Das benutzen die Leute, aber Kommunikation ist ja, das ist ja eigentlich ein Tanz, könnte man so sehen. Mit Wörtern oder mit Bildern. Das ist ein Bild, das man malt mit Wörtern. Wodurch die andere Person wirklich verstehen kann, was du meinst, was in deinem Kopf vorgeht. Ja? Manchmal stehen eigentlich auch die Worte ein bisschen im Weg. Ne? Wie meinst du das? Weil man versucht so hart, bestimmte Dinge kann man einfach mit Wörtern nicht ausdrücken. Nicht nur Wörtern. Weil da ist ja eine Begrenztheit. Ja, nicht erklären. Genau. Wir machen uns so viel Gedanken. Wir denken über wie, was, wo und das kann man eigentlich nicht erklären. Das kann man konzeptuell nicht verstehen. Das ist auch nicht wichtig. Genau wie man versucht und so viele Leute, so viel Streit gibt es darüber, der Ursprung des Lebens, wie hat es angefangen, ja, ist eigentlich nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist, dass ist wirklich von uns abhängt. Das ist die Sache, dass es von uns abhängt. Ne? Aber wir können das ja nicht erkennen, wenn wir nur ja, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat angetrieben sind, vorwärts getrieben sind, ne? Nur durch die Routine gehen, ne? um nur versuchen zu überleben. Weil das Leben ist ja, wurde auch schon öfter mal hier erwähnt bei Kaffeegleich, das Leben ist ja eine Kunst. Ne? Aber dann die Frage, die mir ja dein Mann mal gestellt hat, mein Vater, als ich klein war, arbeitest du zu leben oder lebst du zu arbeiten? Ja, ne? Und da kommt es ja auch darauf zurück, was ist eigentlich Arbeit? Ist Arbeit nur eine Frage, einen Job zu haben, um Geld zu verdienen? Nein, das muss Spaß machen. Ja, es muss Spaß machen, ja, dann richtig. Muss dir richtig gefallen, ja. Ich würde es aber noch ein bisschen weiterführen. Das ist die Verbindung oder der Unterschied zwischen Beruf und Berufung. Mhm. Das ist wirklich eigentlich, wozu du eigentlich hier bist. Was ist dein Lebenswerk? Was ist deine Arbeit? Und deshalb fand ich das so interessant, weil für ihn, das war ja keine Arbeit, seine Arbeit. Nee. Ja, das war ja Spaß. Für mich auch. Das hat ja wirklich Spaß. Wir ja genau, Schauspielkünstler im Großen und Ganzen. Wir haben ja Spaß an unserer Sache. Die sind eigentlich die Auserwählten, die Künstler. Wir sind wirklich genau, die Auserwählten. Absolut, absolut. Ne? Ja, weil während die meisten Menschen eigentlich nur arbeiten und die malochen, ne? Nur um Geld zu verdienen. Aber etwas zu machen, das einen wirklich erfüllt, das ist sehr selten. Ne? Ja, das ist eigentlich, aber das ist schon was ganz Besonderes, ne? Ja, aber im Grunde ist es doch sehr einfach, Christoph, wenn du so willst. Nur die Menschen kommen so schwer da drauf. Mhm. Auf ihre Talente. Aber warum ist das denn so? Das ist ja nicht so unbedingt das Wichtigste, als während wir aufwachsen in der Schule, ne? Das Wichtigste ist einfach Lehrer zuhören. Das dreht sich also, der Fokuspunkt ist ja nicht der Schüler oder die Schülerin mit seinem Potenzial. Der Fokus ist, sei gehorsam, hör dem Lehrer zu, sei ein guter Student und dann irgendwann natürlich fragen wir mal, was würdest du gerne machen, was sind deine Interessen? Mhm. Aber erst musst du mal ducken, ne, und zuhören. Eigentlich sollte man fragen, was macht dich glücklich? Was macht dich glücklich? Was möchtest du machen? Genau, richtig, ja, genau, richtig. Nicht nur, was möchtest du machen, wenn du groß bist. Nein. Genau, zum Beispiel auch Krankenschwestern, ne, zum Beispiel. Mhm. Das ist auch ein Glücksgefühl. Natürlich, absolut. Ja. Genau wie Ärzte auch. Entwicklungshelfer, ne? Ja, Entwicklungshelfer. Natürlich, gibt's da gibt es so viele, ja, genau. Absolut. Altenpflege, richtig, alles. Richtig, genau. Oder auch den Namen. Nützlich zu sein. Für andere Menschen sagen wir mal nützlich das zu sein. Ist ja, das ist genau das, was ich auch meinen Leuten in Afrika sage. Ja. Ja? Wir hatten ja gestern wieder so ein Treffen in Ghana, auf dem Flüchtlingslager Ghana. Und die Nachricht ist da auch, und das ist ja auch der Punkt von Hearts,
normalerweise ist es ja so, vor allem arme Menschen, die suchen ja immer nach Hilfe. Mhm. Ja? Aber es fängt ja wirklich da an, und da kommt wirklich von dem Herzen. Ja? Dass du, ist nicht, was du bekommst, ist, was du gibst. Mhm. Ist, wie du anderen, wie du hilfreich bist. Mhm. Aber das auch ist eine völlig neue Denkensweise. Anstatt sich immer nur um sich selber zu kümmern, erstmal zu sagen, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich hilfreich sein? Aber ich denke, das ist auch natürlich. Ich meine, auch Kinder, wenn man das sieht, natürlich wollen die wirklich helfen. Wollen die hilfreich sein. Ja? Und Mutter für den Sohn. Ja, und der Sohn für die Mutter ja auch. Ne? Genau. Also, ja. Genau. Das geht ja Hand in Hand. Ne? Genau. Ja, genau. Man sagt, gibt ja auch diesen schönen Spruch, wenn jeder dem anderen helfen würde, wären allen geholfen. Wäre allen geholfen. Ja, finde ich auch gut. Ne? Mhm. Aber die wenigsten, ja, oder die meisten kümmern sich ja nur um sich selber. Ja? Mhm. Und ja, um ihre eigene Familie. Ja, um die eigene Familie. Und ihre eigenen Freunde. Ja? Mhm. Aber dann ist es auch so, du bist nur ein Freund, solange du so bist, wie ich dich haben will. Und wenn mir irgendwas mal gegen den Strich geht, dann bye bye, nächster. Mhm. Ja? Da hast du ja deine Erfahrung. Ja. Da bin ich der Einzige, da hat jeder seine Erfahrung. Naja. Jeder hat mal irgendwann Leute, die einem wirklich nahe gestanden sind, und dann irgendwann haben sie sich abgewendet oder irgendwann gab es Streitigkeiten. Ja, aber manchmal weiß es gar nicht, was du gemacht hast. Genau, richtig, ja. Aber dann, anstatt, da kommt es wieder auf Kommunikation zurück, und auch wirklich erstmal den Anstand zu machen, hör mal, wenn mich irgendwas irritiert, oder ich irgendwas in die falsche Kehle bekomme, das ist ja auch ein Zeichen von meiner Liebe, dass ich, anstatt einfach wegzugehen, was ja eigentlich das Schlimmste überhaupt ist, es ist ja fast so wie mit den Ohren oder einfach nicht zuhören wollen, ne? Anstatt das zu machen, nehme ich mir erstmal die Zeit, dir zu erklären oder dir zu helfen, zu verstehen, was mich verärgert, anstatt einfach zu reagieren. Ja, du weißt ja, ich habe eine Freundin gehabt, die hat als wirklich unvorsichtig gewesen, hat in der Küche den Hahn aufgedreht und dann kam das heiße Wasser raus und da hat die sich ein bisschen verbrannt. Ja? Mhm. Du, die hat mich bald umgebracht so ungefähr und seitdem hat die sich nicht mehr gemeldet. Ja. Weil die sich verbrannt, also ihre einzige Dusseligkeit, weißt du? Die Menschen, die sind schon, sagst du, ja. Nicht zu fassen. Ja, aber das war irgendwie so ein Auslöser, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja. Der eigentlich wirklich ihr wahres Gesicht dann wahrscheinlich gezeigt hat, ne? Mhm. Weil es wäre natürlich alles gut gewesen, ne? wenn sie sich nicht verbrannt hätte. Ne? Aber dann vielleicht später irgendwas wäre passiert. Deshalb passieren ja solche Dinge, um eigentlich zu zeigen, wer die Person wirklich ist. Ne? Ja. Schon komisch. Manche Menschen können schon komisch sein. Doch. Das ist richtig, ja. Ja, aber die Menschen sind ja nur so komisch, weil wir ja eigentlich in einer sehr komischen Welt leben. Ich sage immer, das Problem ist das System. Die Menschen sind eigentlich gut. Das Problem ist das System. Weil wenn wir ein System hätten, was Liebe und Freundlichkeit und Gerechtigkeit widerspiegeln würde, dann wären ja die Leute auch besser ne? und hilfsbereiter. Mhm. Und die würden sich ja nicht nur um sich selber kümmern. Ja. Wenn wir lernen würden, hör mal, es ist eigentlich, was du gibst und wie du anderen, wie hilfreich du bist, was ist wichtig. Aber was unterrichten wir? Vorwärts kommen, sei im Wettbewerb, sei schneller, sei besser, vergleich dich mit anderen. Ja. Und das ist ja das Problem, ne? Der Getrenntheit. Ja, da werden wir ja alle. Jeder sucht dann nach seinem eigenen Ding. Und das ist ja auch das Ding mit keinem Ding, ne? Dass dann dieses Ding, das wird dann dieses Ding außerhalb von uns. Wir suchen nach Erfolg, wir suchen nach Freude, wir suchen nach Liebe, wir suchen nach Gott. Ja? Da fällt mir das wunderschöne Karnevalslied ein. Heile, heile Gänsle, es wird alles wieder gut. Das Kätzle hat das Schwänzle, es wird alles wieder gut. Heile, heile Mauserspeck, in 100 Jahren ist alles weg. Das ist ein tolles Karnevalslied. Ja, aber das klingt nicht so karnevalistisch für mich. Ganz süßes. Ja. Hat jetzt das auch sehr geliebt. Ich kann leider die anderen Strophen nicht. Mhm. Sehr schönes Lied. Ja, das ist wirklich schon ein wunderbares Lied. Ja. Aber doch, im Karneval kann es auch so besinnliche Dinge geben. Aber weniger. Aber es gibt's du. Das gibt es auch. Wenn man sich da nicht mit beschäftigt und nicht das sieht, sich anguckt, dann kannst du dir auch kein Urteil erlauben. Meine Mutter. Man kann sich nie Urteil erlauben, wenn man das nicht kennt. Und so, ja, richtig. Ja. Ja, Urteil, das ist auch so eine Sache. Ne? Ja, wenn man ein Buch liest zum Beispiel und über ein Buch herfällt und negativ und man hat es gar nicht richtig gelesen. So ja, das ist genauso, wie man auch über andere Menschen herfällt, ne? Wenn man sie überhaupt nicht kennt. Man reagiert nur auf irgendwas, was einem nicht gefällt, ne? Was man irgendwie anstößig findet. Ja.
Aber da kommt es ja auch mal wieder zurück auf die Essenz des Lebens, die ja wirklich Liebe ist. Liebe bedeutet ja, hör mal, ich kümmere mich mehr. Ich kümmere mich wirklich darum, um dich zu verstehen. Und auch wenn du dich irgendwann mal vielleicht ein bisschen anstößig verhältst oder was sagst, was mir vielleicht nicht so recht ist, gefällt, ne? Trotzdem bin ich da. Mhm. Ich würde nie dir gegenüber den Rücken kehren. Mhm. Und das ist ja, was ist das? Das ist ja irgendwie berechnend, das ist sehr berechnend. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was ich schon als Kind sehr bemerkt habe, dass die Menschen eigentlich sehr berechnend sind. Und sie suchen nach ihrem Vorteil. Ja, das ist klar. Jeder sucht nach seinem Vorteil. Und dann ist es ja eigentlich kein Wunder. Da kannst du ja auch nichts gegen den Trump sagen. Ne? Also wirklich. Oder auch wie gegen den Hitler. Ne? Der hat ja auch nur sein Ding gemacht. Ne? Und die Terroristen, die ihr Ding machen. Ne? Jeder erfüllt ja da seine Funktion in dieser verrückten Welt, in der wir leben. Ne? Aber deshalb sind wir hier bei Kaffeeklatsch. Ja. Um mal versuchen, so ein bisschen uns daran zu erinnern, was wichtig ist, was gut ist, genau. Ne, was wahr ist. Mhm. Ne? Weil das liegt ja in uns, die Wahrheit. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Die Wahrheit, wusstet ihr das? Die Wahrheit liegt ja in euch. Mhm. Die liegt ja in jedem Einzelnen von uns. Die kann euch kein Guru geben, kein Prediger, kein Führer, kein ja, aber ja auch immer. Ja, noch nicht mal ich kann die euch geben. Ja, ne? Aber jeder hat eben eine eigene. Ja, denn darüber rede ich, weil es gibt eine universelle Wahrheit. Das ist die Wahrheit, die uns freisetzt. Die Wahrheit, die uns freisetzen wird, darüber rede ich. Ich rede nicht über die Wahrheit, die ein Muslime hat im Vergleich zu einem Christen oder die Wahrheit, die dein Nachbar hat, der denkt, er hat recht. Ne? Die war deine Wahrheit, ne? Darüber rede ich nicht. Das ist die subjektive Wahrheit. Ich rede über die objektive Wahrheit. Das ist die Sache. Ne? Ja. Und das wird uns wirklich freisetzen. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Jo. Wir danken euch für eure Zeit. Alles Liebe und Gute. Ne? Feiert noch schön und bis nächsten Sonntag wieder. Ne? Okay. Tschüss. Tschüss.